13 grüne Männer, weil einer lehnt da drüben, den wir jetzt nicht sehen. Da müsste jetzt die Kamera eigentlich hinschwenken. Torrer Schnauzer Ballett, klassisches Herrenballett, weltberühmt. Heute bei den Lotterbove auf Abschiedstournee. Warum? Ja, nach 30 Jahren fehlt uns irgendwo auch der Nachwuchs. Die Knochen sind auch nicht mehr die jüngsten. Und so haben wir beschlossen, wir nehmen die 30 Jahre zum Anlass, um zu sagen, Dankeschön, das war's. Und wir genießen die letzte Session und auch hier bei den Kölsch Lotterbove mit dem Horst Müller, der uns seit Jahrzehnten schon begleitet, auch mit seiner Agentur. Machen wir heute den Start und dann geht's noch nach Bonn, dann kommen wir wieder zurück nach Köln. Wir werden Spaß haben. Ganz im Karneval auf oder macht ihr da eine Karnevalsgesellschaft da draus, so für alte Herren, Osteoporose, KG oder irgendwie sowas? Ja, wenn du so fragst, vielleicht geben wir in 30 Jahren nochmal das Comeback, die Rollator Boys. Nein, Spaß beiseite. Rollator Boys finde ich auch cool. Ja, auch nicht schlecht. Nein, wir werden als Verein, als Schnauzerballett, als eingetragener Verein ja weiter bestehen bleiben. Nur unsere tänzerische Karriere ist halt nach dieser Session beendet. Und die endet am 26.02. mit unserem letzten Auftritt in der Köln Arena. Und da freuen wir uns drauf. Hat das denn auch Spaß gemacht? Ja, es macht immer noch Spaß. Es hat nicht nur Spaß gemacht, es macht weiterhin Spaß. Wir genießen jeden Auftritt, die ganzen Emotionen, die ganzen Gäste, die dabei sind, uns zu unterstützen, uns zujubeln. Also was Schöneres kann man eigentlich im Karneval gar nicht erleben auf der Bühne. Habt ihr denn ein Museum? Ihr habt ja jedes Jahr ein neues Kostüm auch, soweit ich weiß. Habt ihr da so ein Kostümmuseum oder sowas? Oder jeder zu Hause den Keller rappelvoll? Das hätten wir eigentlich mal machen müssen, weil wir nächstes Jahr, wie gesagt, ein neues Outfit haben. Aber nein, jeder kann nach der Session, wenn er möchte, das Outfit mitnehmen. Wir haben einiges verschenkt, wir haben einiges verkauft, weil wir wissen ja gar nicht, wohin damit. 30 Jahre sammelt sich auch einiges an. Warum dieses Jahr grün? Weil wir das noch nicht hatten und uns gefiel das. Und wenn du gleich mal reinschaust, wir bleiben nicht grün. Wir werden von grün nach orange, von orange nach gelb-blau. Lass dich einfach mal überraschen. Machst du mal gleich einen kurzen Blick rein und dann wirst du mal sehen, was alles auf die Mädels zukommt. Die Torrer Geckos. So ungefähr, ja. Das ist alles nur Tarnung am Anfang. Aber vielleicht fragst du uns mal, vielleicht ganz wichtig, unser Mitdienstältesten der Kostüm, Tänzer. Der Kostümmeister. Aber Jupp ist einer der Jungs, der am längsten dabei ist. Und er hat auch immer so eine Einzelgeschichte, eine Sondergeschichte. Wenn du siehst, wir haben heute hier zwei Knöpfe und er ist drei, weil er ist unser heimlicher Anführer, unser heimlicher Admiral. Und er kann dir auch gerne was zu den Kostümen nochmal sagen. Warum grün? Warum grün? Ja, warum grün? Ja, grün ist unsere Lieblingsfarbe. Und wir fühlen uns einfach so drin wohl. Und grün. Ist so. Ihr wart aber auch schon mal pink. Nein. Schwarz und pink wart ihr mal. Oder so lila. 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 Lila und schwarz. Ja. Okay, pink, okay. Okay, wir differenzieren ein bisschen noch farblich. Aber lila wart ihr mal, lila und schwarz. Das war schon mal in dem Kostüm auch mit drin. Ja, das war schon mal da drin in dem Kostüm. Und gleich auch sind wir bunt. Ganz zum Schluss, ganz bunt. Aber jetzt müssen wir leider. Ihr müsst jetzt da auf die Bühne. Ja. Viel Spaß und noch viel Spaß auf der Abschiedstournee. Danke dir auch. Tschüss. Ne? Tschüss.